So, hallo, grüß euch. Mal wieder ein kleines Video zur Beantwortung von Grundsatzfragen zur Ape. Und zwar geht es diesmal nicht um etwas Technisches, sondern um ein rein rechtliches Thema, nämlich darum, was für einen Führerschein, was für eine Fahrerlaubnis man denn braucht, um Ape fahren zu dürfen. Dazu gleich vorweg einmal, ich bin kein Jurist, kein Rechtsanwalt, Richter, irgend sowas, auch kein Fahrlehrer, Polizist oder sonst jemand, der letztendlich verbindliche Aussagen treffen darf. Ich darf und kann und will auch gar keine Rechtsberatung in dem Sinne jetzt hier machen. Das ist jetzt einfach das Ergebnis von Recherche, um eine häufig gestellte Frage einfach mal zu beantworten, um etwas Klarheit zu einem Thema zu bringen, das offenbar viele beschäftigt. Zunächst ist einmal die Frage, was ist die Ape in Sachen Fahrerlaubnisrecht überhaupt? Also jetzt speziell einmal die Ape TM, beziehungsweise alle anderen großen Apen. Also nicht die 50-Kubik-Apen und vor allen Dingen auch nicht der Poker. Der Poker hat 4 Räder, der ist hier komplett außen vor. Der hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Es geht jetzt hier um alle Apen außer die 50-Kubik-Variante. Das Fahrerlaubnisrecht unterscheidet in 2 Arten dreirädriger Fahrzeuge, in solche mit symmetrisch angeordneten Rädern und mit asymmetrisch angeordneten Rädern. Die asymmetrisch angeordneten, das sind die Motorradgespanne. Auch die sind hier außen vor. Es geht jetzt speziell um Fahrzeuge mit den symmetrisch angeordneten Rädern. Das heißt, Ape, Trike, verschiedene Arten von Rollerumbauten sind ebenfalls damit einbegriffen. Zusätzlich spielt eine Rolle die Leistung, dass alle großen Apen unterhalb 15 Kilowatt sind. Auch das ist relevant hier im Zusammenhang für die Fahrerlaubnis. Und sie sind eben alle mit mehr als 50 Kubik Hubraum und sie sind schneller als 45 km/h. Auch das ist für eine Fahrerlaubnis wichtig. Am häufigsten wird ja gefragt, ob man die Ape mit dem Motorradführerschein fahren darf. Die Antwort darauf ist ja. Und Klasse A erlaubt sämtliche Dreiräder mit symmetrisch angeordneten Rädern. Natürlich auch mit asymmetrischen, aber wie gesagt, Motorradgespann interessieren uns jetzt hier erstmal nicht. Darf ich auf jeden Fall mit Klasse A fahren. Wenn ich den A2 habe, diese Einstiegersklasse mit der 35 kW Drossel, darf ich auch Ape fahren, weil ebenfalls symmetrisch angeordnet erlaubt bis zu dieser Grenze. Und keine Ape hat mehr als 35 kW. Also wenn, dann irgendein ganz krasser Umbau, aber die betrachten wir hier auch nicht. Interessant ist die Klasse A1, also die 125er, die Leichtkrafträder, die man ja bekanntlich schon mit 16 Jahren erwerben kann. Damit darf die TM bzw. auch andere großen Apen gefahren werden, da die Leistung unterhalb 15 Kilowatt liegt und die Endgeschwindigkeit über 45 km/h und der Hubraum über 50 km/h. Der Pferdefuß liegt bei den 45 km/h. Es gibt einzelne, sehr alte, große Apen, also im Oldtimer-Bereich, die weniger als 45 km/h Höchstgeschwindigkeit haben. Diese dürfen nicht mit A1 gefahren werden. Das sind aber Exoten und Fahrzeuge, die normalerweise keine Rolle spielen. Für die TM gilt also, ja, darf mit A1 gefahren werden. Interessant wird die Geschichte, wenn wir uns die Pkw-Klasse angucken, also den Führerschein der Klasse B. Wer bis zum 19. Januar 2013 diesen Führerschein erworben hat, darf ohne weiteres Ape fahren, weil bis zu diesem Zeitpunkt Trikes ohne jede Beschränkung eingeschlossen waren. Ab dem 19. Januar 2013 wurden die Trikes komplett ausgeschlossen. Wer also ab diesem Datum den Führerschein gemacht hat, durfte keine Trikes und damit eben auch keine Apen mehr fahren. Diese Reform wurde am 26. Dezember 2016 ihrerseits reformiert und wieder abgeschafft. Wer also seitdem den Führerschein gemacht hat, darf wieder ohne weiteres Ape fahren. Wer zwischen diesen Daten den Führerschein gemacht hat, kann die Trikes nachtragen lassen bei der Führerscheinstelle. Muss er zur Führerscheinstelle gehen, seinen Führerschein vorlegen und dann wird diese Schlüsselnummer 194 nachgetragen. Damit ist es dann auch wieder erlaubt. Ohne diesen Nachtrag jedoch nicht. Das ist ganz wichtig für die, die in dieser Zeit einen Führerschein gemacht haben und Ape fahren möchten. Weil wer diesen Nachtrag nicht hat, der begeht, wenn er einfach Ape fährt, fahren ohne Fahrerlaubnis, was ein ziemlich unschöner Straftatbestand ist, wie man ohne weiteres nachlesen kann im Internet in diverse Quellen. Das ist also tatsächlich wichtig. Das ist eine ganz gemeine Falle, in die man leicht tappen kann. Nur der Vollständigkeit halber, auch weil es darum jetzt heute eigentlich nicht gehen soll, was ist mit der Ape 50?
Die APE 50 ist zulassungsrechtlich ein dreirädriges Kleinkraftrad. Das heißt, ein Moped wird ja eben auch mit Versicherungskennzeichen gefahren. Als Moped fällt sie in die Klasse AM. Die kann ab 16 erworben werden, erlaubt bis 50 Kubik und 45 km/h. Ihrerseits ist die Klasse AM in den Fahrerlaubnissen der Klasse A und B sowie in B1, also in der Klasse für diese 45 km/h Moped-Autos, mit eingeschlossen. Grundsätzlich kann man also sagen, dass eigentlich jeder, der irgendeinen Führerschein hat, auch APE 50 fahren darf. Da ist es also wirklich ganz klar und ganz einfach, anders als bei den großen Apen, wo es einen kleinen Pferdefuß gibt. Das ist jetzt natürlich alles grausam theoretisch und furchtbar trocken, kein schönes Thema. Aber vielleicht hilft das Video ja dem einen oder anderen. Ich habe das Thema auch im Blog vor einiger Zeit schriftlich mal niedergelegt. Den Link dazu packe ich in die Beschreibung, dass man das dann auch nochmal in Ruhe nachlesen, sich gegebenenfalls auch ausdrucken kann. Auch das mit der Schlüsselnummer 194 ist relevant. Das findet man bei Google einige sehr gute juristische Texte, die man bei eventuellen Unstimmigkeiten mit der Zulassungsstelle auch nutzen kann. Glaube ich aber nicht. Also ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, die das haben nachtragen lassen. Das wird anstandslos und ohne jegliche Auflagen gemacht. Man muss also wirklich nur hingehen, eine gewisse Gebühr entrichten, wie in Deutschland nicht anders zu erwarten, und dann ist die Sache erledigt. Dann darf man APE fahren. Das ist also wirklich kein Problem. Also, dann hoffe ich mal, dass wir das nächste Mal wieder ein etwas interessanteres, oder was heißt interessanteres, interessant war das jetzt letztendlich, hoffe ich auch, ich sage jetzt mal, etwas unterhaltsameres Thema finden, das wir in einem schöneren Video dann auch darlegen können. Also dann, tschüss!